Ja, hi und herzlich willkommen beim neuen Video, dem Videokampf von der Spielpirat, alias spielpirat.de. Wir haben heute einen neuen Kampf, und zwar den Fang Leon von der Hasbro-Variante. Leider hier unten und oben und einteilig und etwas leichter und Co. Und wir wollen den heute mal testen. Und zwar gegen den Counter Leon. Ja, hier jetzt ohne Aufdruck, ist leider so ein bisschen alles hier schon abgenutzt gewesen und abgefetzt, und naja, was soll's. Auf jeden Fall möchte ich gern diese beiden, ja, leichten Bays mal gegeneinander kämpfen lassen, wobei eigentlich Fang Leon ein bisschen schwerer ist und auch deutlich größer. Vielleicht kann man das mal so in die Kamera halten. Ja, ja, die Perspektive ist immer schwierig, weil man hat immer so eine Ein-Punkt-Perspektive. Auf jeden Fall sieht man schon doch deutlich den Unterschied. Und ja, das beide würde ich natürlich hier mit einem String Launcher abziehen. Mein Zweier String Launcher hat momentan so Aufhängungsprobleme, deswegen, also mit diesen Haken, ich habe keine Ahnung warum, das sind original Hasbro Aufhängerhaken. Ich muss die nochmal irgendwie korrigieren, deswegen erstmal so separat. Und ja, dann wollen wir nochmal schauen, wer hier heute das Rennen macht. Eigentlich dürfte es ja einen klaren Favoriten geben, nur in einem Best of 5. Ich lasse mich gerne überraschen, das Ganze hier in der Graffiti Den Bay Stadium, und viel Spaß euch. So, erster Start. Und beide sind im Rennen. Fang Leon macht erstmal gleich an auf wilde Welle. Jo. So, die ersten Angriffe laufen auf jeden Fall schon. Dafür, dass es eigentlich beides keine großen Angriffstypen sein sollen. Wobei Fang Leon ja ein paar Sterne hat. Und heute ist der Tag der Codes. Nach jeder Runde veröffentliche ich euch einen Code. Oh, 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 oh. Wir haben ein 1-0 für den Counter Leon. Das ist ja mal der Wahnsinn. Und dafür gibt es gleich den ersten Code. Wer will, kann hier die kurze Flugzeugpause nehmen und den Code euch abschreiben. So, dann starten wir doch schon mal in die zweite Runde mit einem überraschenden 1-0 für Counter Leon. Ist der doch nicht so schlecht, oder ist Fang Leon so, so schlecht? Wir probieren es, zweite Runde. So, beide eigentlich einen guten Start hingelegt. Und ja, wir erwarten voll gespannt die ersten Aktionen. Beide Kreisen haben ähnliches Verhalten. Man merkt auch, dass Counter Leon etwas weiter teilweise, obwohl am Anfang war es gerade so, dass er ein bisschen weiter rausfliegt. Aber das ist eigentlich jetzt hinfällig. Nimmt sich beide nicht viel. Und dass hier der Kleine gegen den großen Bruder gewinnen können. Oh jo. Ich sehe schon beim Counter Leon, der hat noch ein bisschen mehr Energie als Fang. Und auch wenn kein großer Vorsprung war, aber wir haben hier eine 2-0 Führung für Counter gegen Fang Leon. Okay, dann starten wir doch einfach mal gleich in die dritte Runde und hoffen das Beste für unser neuestes Hasbro-Produkt, was wir geunboxed haben. Und bevor das hier weitergeht, hier der nächste Code für BeybladeBattles.com. Okay, dritte Runde. Mal schauen, was passiert. Die ersten Annäherungsversuche waren hier wieder gewesen. Spektakulär. Für alle Beyblade-Fans von euch, kommt mal auf board.spielpirat.de. Ist zum Schluss ja auch immer wieder mal so in der Beschreibung unten verlinkt oder wo auch immer, alles auf dem Kanal. Würde mich echt freuen. Und die Community dann mal wieder ein bisschen zu unterstützen, damit auch die Beyblade-Fans hier ein bisschen was schreiben können. Ja, ansonsten momentan gerade eine Seite, die ich gerade, ja, so versuche fertigzustellen, nennt sich derspielpirat.de. Relativ einfach. Und ja, da bin ich jetzt so gerade dabei, die verschiedensten Sachen aufzubauen. Ganz, ganz am Anfang, aber wer Bock hat, kann da schon mal drauf gehen und drauf gucken und freut sich vielleicht über das eine oder andere. Ja, zum Kampf sei so viel zu sagen, jetzt schwanken sie schon beide. Könnte eventuell sein, dass hier... schon minimal bis Gleichstand. Ich bin mir nicht ganz sicher, bevor ich nachher hier mir die Feinde aufs Parkett rufe, starte ich einfach mal mit einem 2-0 in die vierte Runde. Und ja, wir gucken einfach mal. Der Vorteil für euch: ihr kriegt nochmal einen Online-Code, und ja, dann hat sie die Sache auch erledigt, und dann gehen wir in die vierte Runde. Aber jetzt muss Fang Leon
Sieg einfahren. Ansonsten hat er hier keinerlei Chancen überhaupt noch im Finale irgendwo zu siegen. Ja, weil sonst gäbe es noch eine fünfte Runde und da könnte er einen Punkt holen maximal und fertig ist. So mit zwei Siegen jetzt noch einen Ausgleich schaffen. Das wäre möglich. Ja, wieder mal ein Skandal, weil der Spielpirat, das gibt es ja aber gar nicht. Ja, also wie gesagt, derspielpirat.de. Wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei. Gebt einen Comment irgendwie unter den Videos, die da kommen. Das erste ist gerade erst verlinkt, also hier dieses Infovideo, was ich gebracht zu den Basic-Folgen. Ihr könnt ja gerne mal da einen Kommentar schon drunter schreiben. In Zukunft wird es so sein, die Kommentare, die auch auf dieser Seite kommen, ja, zu Videos, die ich da verlinke, und ich werde alle die Videos da verlinken, die werde ich auch 100% beantworten. Oh, wir machen spannend. Ja, der Aufkleber löst sich ja auch schon. Ha, sag mal. Es gibt jetzt ein 2:1. Und das heißt, wir gehen in die fünfte Runde. Entweder klare Sache für den Counter oder wir haben einen Ausgleich und gehen noch in die sechste Runde. Aber ich habe mir genug Codes zur Seite gelegt und hier kriegt ihr jetzt den Code Nummer 4. So, starten tun wir hier wieder mit dem hier. Alles klar, auf in die fünfte Runde bei einem 2:1 für Counter. Oh, beide ähnlichen Start. Ja, es geht gleich zur Sache. So soll es sein. Das nenne ich doch mal eine spektakuläre fünfte Runde. Hier, ein Piraten. Counter, nee, Leon Spezial. Counter, nee, Leon. Ja, auch super. Die Kings of Leon. So. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier immer noch zwei angriffslustige Bays. Mehr oder weniger. Wobei Counter hier ein bisschen mehr in Strudeln gerät. Das könnte echt ein Ausgleich werden. Dann haben wir den Skandal echt komplett und es wird ein Ausgleich. Es wird ein 2:2. Ja, nee, ist klar. Aber wenigstens lassen wir den jetzt hier nicht so schlecht aussehen. Und wir haben ein 2:2. Und das Nummern-Girl hier, der Spielberat persönlich ist das Nummern-Girl heute. Girl. Und präsentiert euch den nächsten Code. Okay, sechste Runde. Und vielleicht das dritte Glück. Wir werden es sehen. Der Sieger ist Sieger. Jetzt ein Unentschieden, Alter. Dann weiß ich auch nicht Bescheid. Aber egal, ich wollte ein kurzes Video aufnehmen. Ja. Morgen kommt ein neues Unboxing. Nur das kurze Video wird, glaube ich, so lang wie das Unboxing. Boah, das war doch mal ein Move. Das war ein Move, den wir zum Schluss sehen wollten. Auch wenn es danach aussieht, dass ich hier der Fangleon spät, aber besser spät als nie, revanchieren wird für seine zwei ersten Niederlagen und das anschließende Unentschieden. Und wir hätten es nicht gedacht, am Anfang vielleicht schon, vom Video schon, dann am Anfang der ersten zwei Kämpfe nicht, aber wir haben einen Sieger nach sechs Runden mit einer spannenden Aufholjagd für den Fangleon und einer 3:2. Führung und ich hoffe, das war jetzt wirklich ein Gleichstand und nicht eine minimale Vorsprungsgeschichte, aber ich denke, es hat Spaß gemacht und ihr freut euch über dieses Video. Für die Daumen hoch würde ich mich freuen. Ich werde dieses Video dann auch verlinken auf der Seite derspielpirat.de und wäre cool, wenn er da schon auch mal dann demnächst die ersten Kommis packt. Wird wahrscheinlich heute Abend sein oder so. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur Einwählung dabei seid. Bis dahin. Mit einem Daumen nach oben freue ich mich natürlich noch mehr. Euer der Spielpirat.